Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu den Boten des Dagon hier auf Red Butterfly Gaming. Nein, hier, ne? Wie heißt das Spiel? Minecraft. Ja, genau, Minecraft, hier auf Red Butterfly Gaming, habe ich doch gleich gesagt. Da hinten ist ein Zombie, hier ist unsere abgebrannte Scheune. Oh Gott, das tut weh, das zu sehen. Es hat lange gedauert, die zu bauen und jetzt sieht die so aus. Oh Mann. Großi, du wolltest sie doch reparieren. Ja. Das kenne ich auch, Mann. Ja, genau. Du willst den Brandstifter an ein Holzgebäude lassen? Okay, dumme Idee. So. Ich brauche... Ja, Mist, Schwarzeichenholz und sowas. Ich muss noch mehr farmen. Ich weiß nicht, ob das so viel reichen würde, was ich hier gerade noch habe. Ich ordne gerade mein Inventar, weil dann ziehe ich jetzt gleich mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, dann guck mal, was du so alles entdecken kannst. Eigentlich ist alles soweit. Ah, stimmt, ich kann mir mal jetzt dieses Texture Pack. Ein Bett brauche ich und Dreck für eine Hütte. Mhm. Okay, ein. Was fehlt? Was? Meine Fackeln. Gyroll. Ich bin. Der Brandstifter mit den Fackeln. Ja. Scheiß drauf, ich baue mir neue. Ach, ja. Man kann ja gleich, gleichzeitig zwei Texture Packs irgendwie benutzen, ne? Ja, aber das läuft nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe es irgendwie gerade voll komisch gehabt. Bei mir ist Default und noch eins drin. Ja, Default und das neue, das ich euch gegeben habe. Genau. Weiß ich, habe jetzt nur noch das neue drin. Und das, ja, Default. Auf und davon, wie kriege ich das Ding durch die Tür? Was? Kriege ich das Pferd durch die Tür? Indem du beide Türen aufmachst und mit dem Pferd da durchreitest, schnell. Es war schmerzhaft, aber es ging. Ja, also. Okay, ich habe alles. Ich zieh mal los, okay. Welche Richtung nehmen wir? Ich gehe einfach in die Richtung hinter meinem Haus weiter. Alles klar. Okay. Hier im Wald komme ich echt nicht voran. Ja, das ist wirklich problematisch. Da kannst du ja verstehen, was für eine Arbeit das war, dein Pferd zurück nach Hause zu bringen. Ja. Vor allem, weil die ganze Zeit Nacht war. Überall Creeper und Skelette und dein Pferd hatte kaum noch Leben. Und ich auch. Ja, stimmt. Das muss ich ja auch einbuddeln, bevor ich schlafe. Du brauchst eigentlich auch Äpfel, ne? Falls das mal kurz vorm Verrecken ist. Ja, genau. Äpfel musst du ihm geben, damit es, um es zu heilen. Ich hab keine Äpfel mit. Ich hab bei mir in der Truhe noch zwei oder so, können wir es hier rausnehmen. Ich bin schon weg. Achso. Ja, ansonsten, wenn du ein paar Bäume auf dem Weg fällst, dann fallen vielleicht ein paar Äpfel mit runter. Ja, gut. Kriegen wir. Wie macht man denn nochmal Bilderrahmen? Also nicht Bilder, also nicht Gemälde, sondern die Rahmen, wie du Großi vor deinem Ding hast. Frag mal Gyroll, das habe ich von dem. Was denn? Bilderrahmen. Den machst du Sticks außenrum komplett und dann in die Mitte Leder oder Wolle. Ich glaube Leder war das beim Bilderrahmen und mit einer Wolle in der Mitte hast du ein Gemälde dann. Okay. Dann gucke ich da gleich mal. Wow, in die Richtung sind Berge mit Schneespitzen. Da kannst du Schneebälle farmen, glaube ich, mit einer Schaufel. Ja, aber Schneebälle brauchen wir nicht. So ist es. Einfach so aus Wand, falls du jemanden mal abwerfen willst oder so. Nee.
Was nice wäre, wenn Schneebälle Feuer löschen würden. Hör auf, als wieder von dem Feuer zu reden. Ja, daran merkt man, dass das so ein kleiner Pyromane ist. Das hat schon genug angerichtet, das Feuer. Ich will nichts mehr vom Feuer hören jetzt. Oh. Fast in den Abgrund geritten. Ich find's Dings nice, wie die Blöcke kaputt gehen bei dem Tech-Tropic. Was würde ich jetzt gerade machen? Jetzt habe ich's vergessen. Achso, die Bilderrahmen wollte ich machen. Stöcke. Wo habe ich Stöcke? Hier habe ich Holz, dann mache ich daraus einfach mal neue Stöcke. Oh, ein Creeper nimmt mir Scheiße. Also ich glaube, hier waren wir noch nicht, weil hier spawnt gerade das Wasser, wie es den Berg runterläuft. Okay, gut. Das ist doch schon mal was. Da bin ich jetzt in einem Tal, wo ich so nicht rauskomme. Das ist nicht gut. Alter, wie viel die Creeper jetzt mittlerweile aushalten. Ja, die Creeper halten echt eine Menge aus. 3 Schläge mit meinem Schwert. Eisen. Mhm. Und deins ist bestimmt noch verzaubert, oder? Ja, Schärfe 1 hat der. Okay, Schwarzeichenwald. Klasse. Oh, in welche Richtung bist du denn? Direkt hinter meinem Haus geradeaus. Koordinaten, Ganz ehrlich, ich komme. Ich will einen Menschen finden, ich komme. Warte bitte auf mich. Dann können wir zusammen losziehen, dann ist das auch alles. Dann ist es auch alles einfacher. Das erste minus 440. Oh, hast du eine Axt noch dabei? Ja. Weil meine Axt ist leider fast kaputt und ich baue noch viel Schwarzeichenholz. Nimm schon mal. Im roten Bereich. Ach, scheiße. Naja gut, dann machen wir vielleicht gleich was aus Stein da. Ja. Okay, bist du hinter deinem Haus gerade ausgegangen? Ja, also du gehst minus 440 und minus 1635. Schreib's mal rein. Da kommst du hin. Minus 440 minus 1600. Dann parke ich das Pferd bei der Koordinate, dann kann ich das auch nicht verlieren. Weil im Wald ist es nicht praktisch. Ja. Ich habe mir das Haus von dir noch gar nicht angeguckt. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein paar Rosen. Oh, sieh, ich komme. Bei dem Pferd geht das natürlich alles um einiges schneller, denke ich mal. Ich bin jetzt sehr schnell hier gewesen, aber das Problem ist, ich habe keine. Nein! Bleib doch da drin, Klappergaul. Braucht dringend eine Leine, das ist echt schlimm. Ich sehe jetzt gerade in der Ferne die Berge. Dann brauchst du nur noch ein gutes Stück. Super. Können wir gut, 500 Level Blöcke. Level 30 Verzauberung machen. Oder fehlen uns noch ein paar Bücher und sowas? Wir haben alles da. Also wenn du ein hohes Level hast. Dann los. Kannst du noch mal kurz vorlesen, die Koordinaten? Minus 440. Und minus... Ach, warte. 1630. Okay. Das ist ein Stack Erde, unglaublich. Wie
Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Ach du Scheiße, es sind das hohe Berge. Boah, da werde ich auf jeden Fall irgendwann sterben, wenn ich hier runterfalle. Pass auf, bei dem einen, wenn du da gerade rausgehst, fällst du direkt runter. Musst du höllisch aufpassen da. Das ist ganz gefährlich. Ja, sehe ich. Die sind alle hier ziemlich hoch. Oh, Schwarzeichenwald. Da ist Eisen auf dem Weg. Und ich habe keine Spitzhacke. Dann hätten wir uns noch eine Axt machen können. Mist. Minus 440 ist das eine. Ja. Ja gut, ich bin bei minus 570. Da bist du ein bisschen zu weit. Nee, da bin ich noch nicht zu weit, da bin ich noch auf dem Weg. So. Hier ist ein gigantischer Riss. Schreib mal auf, minus 550, minus 1700. Minus 550. Minus 1700. Genau, da ist nämlich ein wirklich riesiger Riss. Ein riesiger, finsterer Riss, in den ganz viel Wasser fließt. Screenshot. So. Jetzt bin ich nur noch bei minus 500. Dahin ist der Schwarzeichenwald. Ich sehe ihn schon in der Ferne. Aber hier ist... Aber ich habe jetzt noch eine Klippe, die ich überqueren muss. Ah, du hättest doch auch mit der Erde, die du hast, und so hättest du doch auch mal eine Brücke machen können. Das ist doch für uns beide einfacher. Ich sehe dich. Ja, sehr schön. Ich muss aber erst noch hier hoch. Ja, ich bin hinter dir. Wie hinter mir? Ja, drüben. Wo? Ach, da hinten. Warum bist du denn da hinten? Hier ist die Koordinate, die ich dir genannt habe. Und hier siehst du den Dreckhaufen, da ist mein Pferd drin. Ach ja. Ich habe einen Spawner gefunden. Den haben wir doch ausgeschaltet. Ich hatte noch einen zweiten Spawner, einen Zombie-Spawner irgendwo in der Nähe. Ich habe einen Spinnen-Spawner. So, dann suchen wir jetzt nach einer Menschen. Oder da war einfach ein goldener Apfel in der Kiste. Und ein Namensschild. Boah. Was für ein Lacker. Geh doch mal hin und nenn irgendein Tier Dinnerbone. Warum? Dann dreht sich's auf den Rücken. Ja, aber ich dachte, du würdest lieber deinem Pferd einen Namen geben. Ja, ich würde es dir schenken. Ich brauch das jetzt im Moment eh nicht. Ich wüsste nicht, wie ich es nennen soll. Black Beauty? Vielleicht. Ja, so wie bei The Witcher, das von Dämonen besessene schwarze Pferd mit den roten Augen. Die schwarze Schönheit. Oh, das ist doch ein Witz. Wieso sehe ich weit und breit keine Menschen? Alter, wie krank sehen denn die Hexen bei dem Texture Pack aus, was die für eine Fresse haben? Die gucken einen schon so voll böse an. Da stehst du doch drauf. Großi, warum ist hier keine Menschen? Wilhelm, ich weiß es nicht. Die Hexe, ne? Die hielt sich alles wieder hoch. Ich habe bestimmt schon 20 Schläge oder so gemacht. Ja, man muss es so zuschlagen, dass sie sich nicht mehr heilen kann. Ja, ich habe kein Bett. Also, ja. Wenn du keine Schafe siehst, dann wird das nichts mit Schlafen. Nee. Dann müssen wir uns jetzt dem Horror der Monster der Nacht stellen. Deswegen ist es wohl besser, wenn man auf den Schwarzeichenbäumen hüpft. Ja. Denn unten ist bestimmt jetzt alles voll gleich. Ja, Hauptsache ich die Höhle. Ich bin unten und hier will ich nicht mehr sein. Hier ist ein tiefer, langer Riss. Da ist schon der erste Creeper. Die spawnen nicht auf Blättern, oder? Die Monster, weil hier oben ist alles still. Hoffe es. Ich glaube, ich habe schon eine Wüste gefunden. Ja, da hinten ist echt eine Menge Sand. Ich
Scheiße, ich habe mich jetzt für eine große Tour eigentlich gar nicht so wirklich gewappnet.